Moin und herzlich willkommen zurück zum Wahlomaten zur Bundestagswahl 2021 mit mir, mit Mo. Und letztes Mal habe ich einen ewig langen Monolog über das Thema Gendern gehalten. Falls das jemand interessiert, ne, gerne die nächste Folge einschalten. Falls nicht, dann tut es mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich finde es wichtig, das allen zu sprechen. Meine Meinung dazu. Gut. Nächste Frage. Also erstmal müssen wir hier unsere Meinung abgeben. Das habe ich nicht beim letzten Mal vergessen, aber die sollte durch sowieso klar geworden sein. Sollen in Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechter sprachlich berücksichtigen? Stimme zu. Und jetzt nächstes Thema Nord Stream 2. Da haben wir ja schon was dazu gesagt oder das Thema angerissen, grob. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Erstmal muss ich wieder so einen kleinen Disclaimer einfügen. Ich kenne mich mit Außenpolitik nicht so gut aus. Aber man weiß ja, dass Russland ein paar Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel der Anschlag auf Nawalny, auf den Oppositionspolitiker, ne? Oder das Schindluder, was sie in der Ukraine treiben. Finde ich nicht so gut. So. Und da sollte man vielleicht auch Dinge tun, um sie dementsprechend zu sanktionieren, dann, um ihnen klarzumachen, dass das nicht gut ist. Vielleicht irgendwie auf eine Weise, die ihnen wehtut. Und aus der Perspektive wäre es schon mal grundsätzlich eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann beziehen wir eben möglichst kein Gas aus Russland. Und man könnte auch sagen, was wollen wir denn mit einer Gaspipeline, wenn wir sowieso auf erneuerbare Energie zurückgreifen wollen. Ne? Das sind erstmal zwei Themen, zwei Punkte gegen den Betrieb dieser Pipeline. Was spricht dafür? Dafür spricht, wir haben sie bezahlt, also sollten wir sie auch nutzen, bis sie sich amortisiert hat, ne? Bis das Geld wieder drin ist. Sonst schneiden wir uns ja auch ins eigene Fleisch. Dass wir dafür jetzt so viel Geld ausgegeben haben und dann benutzen wir es nicht. So, einerseits das. Was spricht noch dafür? Thema, was ich beim Kohleausstieg schon angesprochen habe. Da ist ja das Thema, wenn man es zu eilig hat mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Also erstmal wieder der Disclaimer. Ich bin natürlich der Meinung, dass man so schnell die Energiewende hinkriegen sollte, wie es nur irgend möglich ist. So. Also so schnell, ich habe gerade in den Chat gekaut und habe mich irritieren lassen, sorry. Also man sollte die Energiewende so schnell hinkriegen, wie es irgend möglich ist. Und da habe ich ja schon gesagt, wenn man es aber zu schnell macht, kann es passieren, dass man, man muss dafür sorgen, dass man auch trotzdem immer mit Strom versorgt ist. Und da ist vielleicht Gas das kleinere Übel als Kohle. Deswegen ist Gas vielleicht eine Möglichkeit, um das zu überbrücken. Wenn man die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut kriegt, kann man vielleicht mit Gas nochmal aushelfen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Argument für Nord Stream 2. Aber noch ein Argument, was ich dafür gehört habe, kann man nicht vielleicht sogar irgendwie Wasserstoff darüber beziehen? Geht das? Ich meine, ich habe mal irgendwas gehört, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, da Wasserstoff darüber zu beziehen. Und das wäre ja so mit dem Klima voll in Einklang. Das wollen wir ja. Wir wollen ja Wasserstoff benutzen für zum Beispiel wasserstoffbetriebene Autos oder so ein Kram. Denn daraus kann man dann wiederum Strom machen. Genau wie aus Gas auch. Beziehungsweise ist Wasserstoff ja ein Gas. Es ist ja ein Gas. Ne, mit Gas ist ja in der Regel Erdgas gemeint, soweit ich weiß. Ne? Aber gut, ich bin jetzt kein Chemiker. So, also, deswegen habe ich keine klare Meinung dazu. Denn, ja, einerseits Russland böse, salopp formuliert, und Gas böse, weil umweltschädlich. So, dafür spricht, wir brauchen vielleicht einen Übergang, wenn wir so schnell wie möglich aus der Kohle rauskommen und die erneuerbaren Energien nicht schnell genug nachkommen, brauchen wir vielleicht einen Übergang. Das wäre vielleicht Gas. Weil es kleinere Übel ist. Deswegen tendiere ich hier zu neutral. Weil ich dann nicht genau sagen kann,
was mir lieber ist. Also, ja, kann ich mich nicht entscheiden. Tut mir leid. So, Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Also, was ist der Solidaritätszuschlag? Ne? Wieder, ich bin kein Riesenexperte auf dem Gebiet, aber was ich darüber weiß oder glaube zu wissen, ist, der wurde nach der Wiedervereinigung eingeführt, um die wirtschaftlich abgehängte Ex-DDR, den Osten von Deutschland, wieder auf Vordermann zu bringen. Also, ne, dass die halt wieder Anschluss finden an den Westen, wirtschaftlich gesehen. So, jetzt haben wir da, sind wir da in den letzten 30 Jahren einen ordentlichen Weg gegangen, haben da den Osten vorangebracht. Der Osten ist zwar immer noch nicht ganz auf dem Niveau, den wir im Westen haben, sieht man dadurch, dass zum Beispiel die Löhne im Osten immer noch niedriger sind, die Renten, wie auch immer, sind niedriger, alles Mögliche als im Westen. Also, ne, das ist noch nicht ganz gleich auf, aber es ist schon, denke ich mal, schon viel passiert. So. Dann ist es, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Solidaritätszuschlag mittlerweile sogar eine andere Zweckbindung bekommen hat, dass man den mittlerweile allgemein für strukturschwache Regionen benutzt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass auch strukturschwache Regionen im Westen darauf zurückgreifen können oder davon profitieren können. Ich weiß nicht, es war zumindest mal im Gespräch, ich weiß aber nicht, ob es auch durchgesetzt wurde. Da bin ich jetzt nicht gut genug informiert. So. Dann, wie ist aktuell der Soli? Was ich auf jeden Fall weiß, der Soli ist aktuell nur noch für richtig hohe Einkommen, soweit ich weiß, existent. Also nur wer richtig viel verdient, muss überhaupt noch Soli zahlen, glaube ich. Also meine ich gehört zu haben. Dass die allermeisten, der allergrößte Teil der Bevölkerung muss überhaupt kein Soli mehr zahlen. Und generell bin ich ja der Meinung, dass man hohe Einkommen mehr besteuern sollte als niedrige Einkommen. Einfach, weil hohe Einkommen auch eher mal auf prozentual auf mehr in der Tendenz verzichten können als niedrige Einkommen. Ne? Wer Geringverdiener ist, der, also, was weiß ich, im schlimmsten Fall Hartz-IV-Empfänger, der kann sich gerade mal Nahrung, Miete und Essen leisten. Nahrung und Essen, ja toll. Nahrung und Klamotten, wollte ich sagen. Essen und Klamotten und die Miete. Für mehr reicht es, oder wenn es überhaupt für das reicht, ne? Dann müssen noch die Kinder versorgt werden, wenn man welche Hand hat. Die brauchen dann Schulkram und so was weiß ich. Und dann ist es, dann kriegt man den Kram, den allernüchtigsten Kram kaum zusammengekratzt. Zum Beispiel während bei höheren Einkommen man für diese Sachen eher mal Geld hat und sich noch ein paar zusätzliche Sachen vielleicht leisten kann. Mit, also gut, man hat vielleicht auch höhere Verantwortung, weil man vielleicht ein Arbeitgeber ist oder was, Ladeninhaber, wie auch immer. Okay, aber ich bin trotzdem der Meinung, man ist trotzdem nicht auf so viel Geld, so viel Begünstigung angewiesen wie jemand, der zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ist. So. Aber so, ja. Solidaritätszuschlag gilt, glaube ich, soweit ich weiß, nur noch für hohe Einkommen. Und wenn das so ist, soll das meiner Meinung nach auch beibehalten werden. Hups. Also soll vollständig abgeschafft werden, stimme nicht zu. So. Kopftuch im Dienst. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Hier habe ich auch keine allzu klare Meinung dazu. Erstmal finde ich das doof, wenn man Muslime oder generell Leute einschränkt in ihrer Glaubensausübung, weil wir ja Religionsfreiheit haben. So, ne? Solange das erstmal niemanden wirklich einschränkt, niemand anderen, wenn das die anderen Leute nicht wirklich einschränkt, warum sollte man die Leute in ihren Rechten beschneiden? So, das ist erstmal das Thema. Aus dem Grund bin ich der Meinung, dass man die Leute nicht einschränken sollte. Jetzt haben wir aber das Thema, es betrifft Beamte. Warum sollte es für Beamte anders sein als für Nicht-Beamte? Beamte, das hatte ich ja quasi eigentlich schon bei dem Thema Gendern, ne? Mit den Behörden, was weiß ich, wie die sprachlich sich, ne, vorgehen sollen, wie die da schreiben sollen. Die sind ja im Auftrag des Staates unterwegs. Und deshalb, und der Staat ist ja eigentlich erstmal religiös gesehen neutral. Oder sollte es zumindest sein.
Deswegen sollten vielleicht auch die Vertreter des Staates sich eben auch religiös neutral zeigen. Das ist vielleicht ein gutes Argument. Generell bin ich ja dafür, dass man eine säkulare Gesellschaft haben sollte, zumindest was die Gesetzgebung betrifft. Ne? Also Laizismus, sage ich einfach mal, die Trennung von Kirche und Staat. Es sollten zwei getrennte Themen sein. Der Staat soll sich da mit der Kirche nicht mehr als absolut nötig beschäftigen. So, finde ich erstmal ein gutes Ziel, dass man das anpeilen sollte. So, aber wie gesagt, die Vertreter des Staates sind die Beamten. Und Beamten-Thema Gender, ne? Beamten ist eigentlich auch so ein Wort. Beamt ist ja eigentlich so ein Adjektiv-Ding, das eigentlich keine weibliche Form haben, also in ursprünglicher Form keine weibliche Form hat, die wurde nachträglich angedichtet, ne? Finde ich auch immer wieder, dieses Wort Beamtin ist in meinem Sprachgebrauch noch nicht so ganz drin, wenn ich ehrlich bin, weil für mich ist Beamte sind für mich beide Geschlechter, weil Beamt ist ein Adjektiv, das und Adjektive werden zumindest im Plural nicht gegendert. Von Natur aus nicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wenn ich jetzt von einer großen Person reden würde zum Beispiel und würde sie nur eine große nennen, ja, wenn ich den Plural habe, dann sage ich ja große. Das sind große Leute. Das sind große. Ja, und wenn ich große, das sind große sage, kann ich nicht unterscheiden, das sind Großzerre und Großinnen oder sowas. Das geht ja gar nicht. Deswegen finde ich interessant, dass man bei Beamtinnen, also bei Beamten, dieses In dran gemacht hat. Obwohl das vom Wort Ursprung her eigentlich gar nicht vorgesehen war. Aber es ist sowas, ich sag mal, das finde ich interessant. Das prangere ich nicht an, das finde ich interessant. Und ist ja eigentlich geschlechtspolitischer Perspektive finde ich das ja auch erstmal gar nicht so schlecht. Aber wie auch immer, das nur nebenbei. Hat mit der Frage nichts zu tun. Ist mir nur gerade aufgefallen. Was wollte ich sagen? Kopftuch. Die repräsentieren den Staat. Und der Staat sollte religiös neutral sein. Dann finde ich aber auch das wichtig zu sagen, wenn Leute dann ein Kopftuch nicht tragen dürfen, dann sollten zum Beispiel andere Leute auch kein Kreuz um den Hals hängen dürfen, wenn sie im Namen des Staats unterwegs sind. Also, dass die Voraussetzung ist, dass das für alle Religionen gilt. Wenn Musliminnen, müsste man sagen, glaube ich, grammatisch gesehen, wenn Muslima, wie auch immer, wenn die eben ihr Kopftuch nicht tragen dürfen, dann sollten Christen auch kein Kreuz oder sowas, irgendwas in der Richtung tragen dürfen im Dienst. Also alle oder keiner. Jetzt ist die Frage, will ich das, dass Beamten das tragen dürfen oder will ich das nicht? Und hier tendiere ich zu, ich weiß es nicht. Ich finde es ja, erst hatte ich gesagt, ja warum sollte man die Leute einschränken, ne? Wenn wir hier Religionsfreiheit haben. Dann denke ich mir aber wiederum, es sind, wie gesagt, Vertreter des Staates und der Staat sollte neutral sein. Was wiegt höher, die Neutralität des Staates oder die Religionsfreiheit? Bin ich mir wirklich nicht sicher. Die Neutralität vom Staat ist halt in meiner Meinung auch dadurch gewichtet, dass ich halt kein religiöser Mensch bin. Dass ich also auch gerne auf Religionsbekundungen verzichten kann, aus meiner persönlichen Sicht. Das ist so mein Egoismus, der sich da zeigt, an der Stelle. Ich könnte da aus der Perspektive darauf verzichten, dass die Leute ihre Religionszugehörigkeit irgendwie deutlich machen. Ich sag einfach mal, ich weiß es nicht. Ich bin neutral. Also wie gesagt, entweder alle dürfen ihre Religion zeigen oder keiner darf's im Dienst. Bin ich mir halt, wie gesagt, nicht sicher. So. Verbrennungsmotor. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Nein, sollte sie nicht. Warum sollte sie das nicht? Weil umweltschädlich. Wir müssen von Verbrennungskram wegkommen. Und ich finde das Argument nach dem Motto, das hat so eine andere gewisse Person, hat das Argument
angebracht. Ja, aber ich mag Motoren. Ich höre gerne Motoren. Ich höre die gerne aufheulen. Und ich will, dass Sportautos auch ordentlichen Sound haben und was so weiß ich. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn wir uns diesen Spaß erlauben, haben wir einen krasseren Klimawandel. Der sorgt dafür, dass mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen, dass es überall unangenehmer wird zu leben. Und alle möglichen, mehr Naturkatastrophen und alles Mögliche zieht das mit sich, dieser Spaß, den man sich erlauben möchte. Und, nee, braucht man wirklich nicht. Also den Spaß kann man sich da gerne mal verkneifen, wenn dadurch mehr Menschen, am Leben bleiben dürfen. Sag ich mal so. Ja, also wir sollten alles dafür tun, dass wir von dem Verbrennungsmotor wegkommen. Auf lange Sicht zumindest. Möglichst schnell, aber auf lange Sicht auf jeden Fall sollte irgendwann kein Verbrennungsmotor mehr da sein dürfen. Beziehungsweise dürfen keine neuen mehr. Sollten keine neuen Autos mehr verkauft werden dürfen, die einen Verbrennungsmotor haben. Ne? Oldtimer, weiß ich nicht, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aus Denkmalschutz in Anführungszeichen. Dass man da vielleicht die Geschichte aufrecht erhält, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber das ist ja nur ein winzig kleiner Teil. Je länger man in die Zukunft geht, desto kleiner ist der Anteil der Elektroauto, der Oldtimer und der höher der, oder beziehungsweise Oldtimer sind dann irgendwann auch sogar auch Elektroautos, weil sie dann mittlerweile so alt sind, die ersten Elektroautos, wie auch immer. Ja, genau. Also, Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Nein, sollte sie nicht. Stimme nicht zu. Schulpolitik. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass der Konsens auch schon mehr in die Richtung geht, dass man da mehr mögt, dass der Bund zum Beispiel mehr Möglichkeiten haben sollte, die Schulen, also ne, die Schulpolitik zu finanzieren, indem man den Ländern dafür Geld zur Verfügung stellt. Denn ich glaube, aktuell darf er das nicht. Ich meine, da irgendwas mitzugekriegt zu haben, dass der Staat, also der Bund, einfach nicht die Möglichkeit hat, den Ländern mehr Geld zu geben, weil er das halt einfach von der Verfassung oder was weiß ich von was rechtlich nicht darf. Und deswegen sollte man das vielleicht so ändern, dass er das darf. So. Erstmal das Thema Finanzierung. Jetzt bin ich aber, muss ich ein bisschen weiter ausholen und damit mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt. Ich bin generell der Meinung, dass, wenn möglich, sollten überall die gleichen Gesetze gelten, finde ich. Wichtig ist, Minderheiten sollten geschützt werden, klar, keine Frage. Ne, also sowas wie regionale Regionalsprachen und solchen Kram sollte man durchaus beibehalten, ja, um Minderheiten zu schützen. Kein Problem, sehe ich genauso, wenn man dafür ist. Bin ich dafür. Problem ist halt so eine Ungleichheit von der Gesetzgebung. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass das Abitur in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich viel wert ist, zum Beispiel. Und ich finde, das sollte man durch eine einheitliche Schulpolitik versuchen hinzukriegen, dass es eben nicht so ist. Dass alle irgendwie nach den gleichen Standards zur Schule gehen. Fände ich wichtig. Also ich bin politisch gesehen eher für einen zentralistischen Ansatz. Ist so meine Meinung. So. Aber wie gesagt, ne? Minderheitenschutz steht auch hier im Chat. Minderheitenschutz ist extrem wichtig, sehe ich auch so. Aber alles, was nicht direkt mit Minderheitenschutz zusammenhängt, sollte, wenn möglich, also sollten Gesetze möglichst gleich gelten im ganzen Staat. Bin ich der Meinung. Soweit das eben sinnvoll machbar ist. Also der Bund soll mehr Zuständigkeit in der Schulpolitik erhalten. Das auch. Ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema jetzt, aber ja, sollte er. Stimme zu. So, Antisemitismus. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich gegen argumentieren. Wüsste ich nicht wie. Denn wir haben, also es ist immer noch ein Problem. Ich höre immer wieder von Leuten, wenn da Jüdinnen und Juden unterwegs sind, ne, die da tragen vielleicht
die Juden ihre Kippa, ne, zum Beispiel, sind dadurch offensichtlich als Juden erkennbar. Und dann hört man immer wieder, dass dann so Leute ankommen und die nehmen denen dann vielleicht die Kippa weg oder so, beleidigen sie erstmal und dann nehmen sie ihnen vielleicht sogar die Kippa weg oder verprügeln die sogar, die Leute. Sowas passiert, weil die Leute Juden sind. Ne? Was ich erstmal interessant finde, kleiner Exkurs, Antisemitismus, das Wort. Finde ich interessant als Sprachwissenschaftler aus meiner Sicht, finde ich es interessant, weil ich kenne die Sprachfamilie der semitischen Sprachen. Ne? Das ist eine Sprachfamilie von mehreren Sprachen, die werden in Israel gesprochen, mit dem Hebräischen, ja, aber die werden auch in weiten Teilen von vom Nahen Osten von und von Nordafrika und ja, einen ganzen Teil, eigentlich ganz Nordafrika, gibt es semitische Sprachen. Die semitische Sprache mit den meisten Sprechern ist Arabisch. Und das finde ich interessant, dass das Wort Antisemitismus sich dann aber eigentlich immer nur auf das Judentum bezieht. Das finde ich dann ganz interessant. Das nur nebenbei. Aber ja, Antisemitismus in unserem Verständnis bezieht sich ja auf Judenhass. So. Und wie gesagt, Juden werden immer wieder Opfer. Jüdinnen und Juden, Jüdinnen. Wie macht man das eigentlich bei Juden und Jüdinnen, wenn man das in einem Wort ausdrücken möchte? Man kann hier, müsste man Jüdinnen sagen? Wie gesagt, finde ich interessant. Ich muss auch klar an der Stelle einfügen, gendern finde ich persönlich. Ich bin zwar für Gender, aber ich finde es persönlich in meinem eigenen Sprachgebrauch, muss ich mich immer wieder noch daran erinnern, dass ich gendere. Das ist bei mir noch nicht fließend übergegangen, aber ich möchte zumindest, dass es bei mir irgendwann Second Nature, wie man auf Englisch sagt, ist, dass es irgendwann Normalität für mich ist. Also da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ja, das nur nebenbei. Ja, wie gesagt, der Bund soll Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus stärker finanziell unterstützen, sollte er, stimme zu. So. Genau, hier steht im Chat Jüdinnen mit, genau, also die feminine Form nimmt man dann, genau, und hängt dann das Innen dran, jetzt normal, und macht dann das Zeichen dazwischen. Genau, so würde ich es dann auch machen. Komisch ist dann, gut, kann man das so sagen, dass man ja das männliche Wort dann abändern würde, auch im Wortstamm, weil aus dem U wird ein Ü. Aber es sind halt normale Wort Flexions Morphologie, wie auch immer, Regeln. Die sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Semantik ummünzen. Weil das dann einfach solche Sachen sind, die sind einfach so. Weil das I dann hinter dem, das I dann da kommt bei JüdInnen und das I macht wiederum das U zu einem Ü. Das ist so ein Lautwandel, glaube ich, der in mittelhochdeutscher Zeit irgendwie passiert ist oder sowas. Das sind halt solche Lautgesetze. Ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht drüber streiten. So. Ist mir nur nebenbei nochmal eingefallen. So, ach ja, wir haben wieder überzogen, sehe ich gerade. Dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs dabei sein und wir gucken uns die nächste Frage beim nächsten Mal an. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.